Auf unserem Schleichhof fehlt irgendwas. Wo sind denn die ganzen Pferde hin? Ich denke, es müssten mal wieder neue Pferde einziehen. Stimmt, Estelle, das ist eine sehr gute Idee. Aber Nonni Hescheklauf ist gar nicht da. Na ja, dann müssen wir es halt selber in die Hand nehmen. Ja, hallo, ich bin Julia und das ist Estelle und wir drehen heute für euch ein Pferd ab in deine Box Video. Ja, Julia, wenn du nichts mehr zu sagen hast, können wir ja gleich damit anfangen. Ich denke, wir könnten mit diesen vier Boxen beginnen. Ja, also ich würde vorschlagen, dass in die erste Box der Rudi kommt. Ist das okay? Ja, klar, ich mache nur schnell die Tür auf. Das ist doch eine schöne Box, oder, Rudi? Antonias Pferd Penelope könnte ja daneben kommen, oder? Nein, 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 Einspruch. Dieses Pferd kommt nicht, ich wiederhole, nicht neben so ein Ackergaul wie Rudi. Ich möchte, dass Penelope so weit wie möglich von Rudi wegkommt. Diese Box hier ist viel, viel besser für meine Penelope. Okay, bist du jetzt zufrieden? Auf jeden Fall bin ich das. Puh, Gott sei Dank muss diese Penelope nicht neben mir stehen. Dann kommt neben Rudi einfach der Simba. Hey Rudi, na? Lange nicht mehr gesehen. Oha, was geht? Ja, wir haben uns echt total lange nicht mehr gesehen. Ich bin richtig froh, dass du jetzt neben mir stehst und nicht dieses komische Pferd Penelope. Das ist so eine Zicke. Aber wenn Twilight neben Penelope steht, ist das auch okay, oder? Ja, natürlich. Twilight ist ja auch ein sauberes und wunderschönes Pferd. Nicht so wie Rudi. Hi, Penelope. Oh, hi, Twilight. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Ich bin richtig froh, neben dir zu stehen und nicht neben so einem komischen Pferd wie Rudi. Ja, kaum zu glauben, dass die mich neben den stellen wollten. Wahnsinn. Jetzt bin ich mir unsicher. Welche Pferde könnten denn hier im Offenstall stehen? Ja, also ich bin dafür, dass meine zwei Schätzchen einen Offenstallplatz bekommen sollten. Einmal die Missy und dann auch meine kleine Sweetie. Ich hätte für meine zwei Pferde auch gerne einen Offenstallplatz. Okay, Alina, dann bring Domino und Stern doch rein. Dann haben wir hier einmal den Domino und dann noch den Stern. Die vier Pferde werden sich bestimmt gut verstehen. Denken wir auch. Juhu, diesmal bin ich nicht der Kleinste in der Gruppe. Ach Menno, das Leben ist unfair. Okay, Freunde, unsere nächste Idee ist es jetzt, Sasu in eine Box von den beiden zu machen und den Oreo in die andere zu stellen. Estelle und Julia, das ist eine gute Idee. Ja, Sasu und Oreo verstehen sich echt gut. Alles klar, dann machen wir das so. Und fertig. Was würdet ihr denn von der Idee halten, in diese drei Boxen nur Schulpferde reinzumachen? Und in die drei Boxen dann auch? Ja, wieso nicht? Ich finde die Idee gut. Silverado kommt dann in diese Box hier. Nee, ich mag die Box nicht. Ich will lieber in die andere. Ich will lieber da rein. Okay, aua. Okay, wenn du die Box nicht willst, dann geht's halt da rein. Vielen Dank, die Box hier ist so Premium. In dieser Box gibt's ja gar nichts. Dann kommt hier eben die Lotta rein. Ja, meinetwegen, hätte auch schlimmer laufen können. Ich würde vorschlagen, die Finja neben Lotta und Silverado zu stellen. Die versteht sich eigentlich mit jedem Pferd gut. Okay, dann machen wir das so. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Und welche Pferde sollen dann in diese drei Boxen kommen? Also ich wäre für Lucky. Und für Tabby. Und ich würde noch den Kalistro dazu nehmen. Okay, dann machen wir das so. Oh mein Gott, Tabby, stell dir vor, neben mir steht der waschechte Kalistro. Oh mein Gott, sprich ihn an. Ich weiß nicht. Autogramme gibt's später. Nein, Spaß, ihr könnt ganz normal mit mir reden. Ich bin kein berühmtes Pferd oder sowas. Ach, Kalistro, wenn du eine Ahnung hättest. Und in den Stall kommen dann nur Privatpferde, oder? Ja, genau, so hätte ich mir das auch gedacht. Also ich hätte in dem Stall gerne einen Platz für Flash. Und ich möchte auch eine Box für Firefly. Was ist das denn für ein Chaos, Leute? Räumt doch eure Halfter weg. Ups, haha, vergessen. Okay, Leonie. Du kannst die hintere Box für Flash haben. Rechts oder links? Ist mir egal, such dir einfach eine aus. Und du, Vivien, kannst für Firefly eine Box von vorne haben. Also entweder die rechte oder die linke. Okay, alles klar. Danke, Julia. Ist die Box nicht schön, Flash? Du hast sogar einen kleinen Auslauf hier. Und ich bekomme natürlich keinen Auslauf. Och Mann.
Hi, Firefly. Oh, hallo Tabby. Okay, das ist noch besser als ein Auslauf. Jetzt kann ich endlich mal wieder mit Tabby reden. Hey Julia, in dem Stall ist doch sicherlich auch noch ein Plätzchen für Sky und TJ frei, oder? Klar, wir haben noch 2 Boxen übrig. Super, vielen, vielen Dank. Das ist jetzt deine Box, Sky. Und TJ, du wirst jetzt hier wohnen. Sag mal, Lilly, für was soll denn die Abkürzung TJ stehen? Naja, also seine Vorbesitzerin hat ihn Tommy Jack genannt. Ich fand das aber etwas zu lang und habe es einfach abgekürzt. Jetzt heißt er TJ. Oh, okay. In diese 3 Boxen könnten wir doch auch unsere Schulponys reinmachen, oder? Ja, die Idee ist gut. Habe ich mir auch schon überlegt. Dann stellen wir hier den Baloo rein. Dann stellen wir Socke hier hin. Und Vicky kommt dann in die Box zwischen den beiden. Brigitte und Manuela. Wir heißen Julia und... Ist mir egal, wie ihr heißt. Darf Caramello in diese Box hier? Ja, aber nur, wenn du unseren Namen demnächst richtig sagst. Wie heißt ihr denn nochmal? Antonia, lass das. Okay, Julia und Estelle, darf Caramello bitte in die Box da stehen? Ja, von mir aus. Okay. Oh, und dürfte Tamano in diese Box hier? Gerne, Jenny. Okay, super, danke. Na komm, Tamano. So, nun haben alle Pferde ja ihre neuen Boxen gefunden. Ich denke, soweit sind wir eigentlich fertig, oder? Ja, aber was ist mit den Pferdedecken? Stimmt, also meine Pferde brauchen auf jeden Fall eine Decke. Okay, dann verteilen wir jetzt eben schnell noch die Decken. Dann bekommt Caramello diese hier. Was? Nein, geht's dir noch gut? Caramello bekommt die pinke. Und zwar diese hier. Mensch, Mensch, wolltest du meinem Pferd wirklich so eine hässliche Decke überziehen? Dann nehme ich die Decke eben für Tamano. Ich finde sie schön. Die Decke ist doch viel zu groß für Baloo. Dann können wir doch einfach diese hier nehmen. Ja, schon viel besser. Für mein Pferdchen bitte nur eine pinke Decke. So, jetzt ist aber alles erledigt. Das hat echt Spaß gemacht. Wir sollten das mal wieder machen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, dann würden wir uns sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss und habt noch einen wunderschönen Tag. Euer Team vom Grünwaldhof.